Liebe Freundinnen und Freunde der CDU, sehr verehrte Kollegin Bundesministerin, liebe Ursula, sehr verehrter Herr Landesvorsitzender, lieber Armin, sehr geehrter Herr Pfarrer Meurer, sehr geehrter Herr Dr. Speich, ich will nur ganz wenige vorweg begrüßen. Ich begrüße die Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marie-Luise Fasse. Herzlich willkommen, Marie-Luise. Ich begrüße die Bundestagskollegin und Vertreterin auch dieses Kreises hier, Sabine Weiß. Herzlich willkommen, Sabine. Und ich begrüße herzlich unseren Europaabgeordneten Karl-Heinz Florenz. Herzlich willkommen, Karl-Heinz. Aber ich begrüße vor allem Sie sehr herzlich hier in Rheinberg und freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um gemeinsam über das Thema gelingt sozialer Aufstieg durch Bildung zu diskutieren. Und diese Veranstaltung ist ja in einer Veranstaltungsreihe eingebettet, in der die CDU Nordrhein-Westfalens vor allem mit den Mitgliedern der CDU diskutieren will, um aus diesen unterschiedlichen Veranstaltungen dann einen Prozess zur Erstellung eines neuen Grundsatzprogrammes der CDU Nordrhein-Westfalen abschließen zu können. Und deshalb bin ich unserem Landesvorsitzenden sehr dankbar, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass in den 8 Bezirksverbänden der CDU Nordrhein-Westfalens zu 8 unterschiedlichen Themen, die wir vorher im Landesvorstand diskutiert haben, in den Bezirksverbänden solche Veranstaltungen stattfinden, um den Mitgliederinnen und Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, mit der nordrhein-westfälischen CDU, mit unserem Landesvorsitzenden zusammen zu diskutieren, Anregungen zu bekommen und daraus am Ende ein Grundsatzprogramm der nordrhein-westfälischen CDU erstellen zu können. Lassen Sie mich vielleicht zu dem Thema, das wir heute diskutieren, die ein oder andere Anmerkung machen. Gute Bildung ist der Schlüssel für individuelle Lebenschancen, gesellschaftliche Teilhabe und sozialen Aufstieg. Gleichzeitig ist sie Voraussetzung für den Erfolg unseres Landes im internationalen Wettbewerb. In Deutschland beginnen heute mehr Menschen ein Studium als je zuvor. Zugleich ist der Anteil derer, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, zwischen 2006 und 2011 von 8% auf 6,2% zurückgegangen. Das zeigt, dass unser Bildungssystem in den vergangenen Jahren leistungsfähiger, gerechter und moderner geworden ist. Dennoch stellt uns die Zukunft vor große Herausforderungen. Zu nennen sind hier die Auswirkungen des demografischen Wandels, aber auch der Fachkräftemangel und am Ende auch die Integration von Menschen, die nicht alle hier bei uns aufgewachsen oder geboren worden sind. Diese Herausforderungen werden wir nur meistern, wenn wir auch in Zukunft auf gute Bildung für alle setzen und keine Potenziale verschenken. Jedes Kind und jeder Jugendliche soll in Deutschland die bestmöglichen Bildungschancen erhalten, unabhängig von seiner kulturellen oder sozialen Herkunft oder den materiellen Möglichkeiten seines Elternhauses. Bildung darf keine Frage des Geldbeutels sein und darf dies auch niemals werden. Eine faire, aufstiegsoffene Gesellschaft ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, aber auch eines der wirtschaftlichen Vernunft. Gut ausgebildete und hochqualifizierte Frauen und Männer sind der Schlüssel für Wachstum, Wohlstand und Fortschritt in unserem Land. Auf dem Weg, wie es mal die Bundeskanzlerin beschrieben hat, zur Bildungsrepublik Deutschland, sind wir bereits gut vorangekommen. Die Bildungsausgaben sind in dieser Legislaturperiode so stark angestiegen von Seiten des Bundes wie noch nie. Und das, obwohl wir in den vergangenen 4 Jahren über 50 Milliarden Euro strukturelles Haushaltsdefizit abgebaut haben, haben wir in dieser Legislaturperiode
13,2 Milliarden Euro mehr für Bildung ausgegeben als in der vergangenen Legislaturperiode. Und das zeigt, dass Sparen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Schwerpunkte setzen, dann, wenn man es will, heute nach wie vor möglich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wichtiges Ziel ist eine noch bessere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Doch der Grundstein für gute Bildung und Teilhabechancen wird bereits vor der Ausbildung gelegt, nämlich in früher Kindheit. In Zeiten, in denen Kinder zu Hause zum Teil nicht mehr vorgelesen wird und es vorkommt, dass es keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gibt, ist es wichtiger denn je, dass alle Kinder in Deutschland die deutsche Sprache beherrschen. Das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung finanziert bis 2018 das Projekt Lesestart, drei Meilensteine für das Lesen, das von der Stiftung Lesen unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt wird. Das Programm fördert Vorlesen, Erzählen und den selbstverständlichen Umgang mit Büchern im Familienalltag. Die deutsche Sprache zu beherrschen, ist nebenbei bemerkt nicht nur der Schlüssel für ein erfolgreiches Lernen, sondern auch Grundvoraussetzung für erfolgreiche Integration. Wenn wir uns heute über sozialen Aufstieg durch Bildung unterhalten, dann geht es dabei natürlich auch um Chancen und Perspektiven von Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte. Auch hier ist Deutschland auf einem guten Weg. Der Anteil der ausländischen Absolventen ohne Schulabschluss sinkt. Mehr ausländische Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule mit Hochschulreife. Aufgrund meines eigenen Werdeganges spreche ich auch aus Erfahrung, wenn ich betone, wie wichtig durchlässige Bildungssysteme für individuelle Lebenschancen sind. Dabei hatte ich das große Glück, zunächst gefördert und später gefordert zu werden. Aber als Sohn, geboren in einer Arbeiterfamilie und als ehemaliger Hauptschüler, war es nicht selbstverständlich, am Ende zwei Hochschulabschlüsse am Ende absolvieren zu können. Es hatte auch damit zu tun, dass in meiner Kindheit und in meiner Jugend damals die Durchlässigkeit im Bildungssystem zugenommen hat. Und wäre diese Durchlässigkeit nicht da gewesen, hätte ich niemals den Weg gehen können, den ich anschließend gehen konnte. Und natürlich braucht es individuelle Förderung und natürlich braucht es Unterstützung, aber es braucht am Ende auch ein System, das genau diese individuellen Bildungswege ermöglicht und nicht nur starre Vorgaben vorgibt, die am Ende dann eben genau Durchlässigkeit und Aufstieg behindern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sozial ist meiner Meinung nach einem Kind Aufstiegschancen zu ermöglichen, selbst wenn die Eltern nicht helfen können. Sozial ist, Perspektiven aufzuzeigen. Kein Kind soll als Berufswunsch Hartz-IV-Empfänger angeben, weil es weiter nichts mit sich anzufangen weiß. Sozial ist, die Neugier im Kind zu wecken, damit es sich selbst für gute Bildung interessiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin jetzt auf die Beiträge der Diskussionsteilnehmer sehr gespannt. Und zuvor, und so ist es ja im Programm auch ausgedruckt, wird die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen aus ihrer Sicht zum heutigen Thema sprechen. Nochmal herzlich willkommen, liebe Ursula, hier am Niederrhein in Rheinberg. Du hast das Wort. Bitteschön.